Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren leidgeplagten Folge Battle Kid, The Fortress of Peril. Ja, da steckt das Wort Leid schon praktisch drin. Also, wir machen weiter mit diesem fantabulösen Game. Ja, erinnert ihr euch an die vorletzte Folge? Da habe ich gesagt, hey, jetzt werde ich monatelang keine Folge mehr machen, was ich als Scherz gemeint habe in dem Moment. Tja, hätte ich das doch mal gesagt in der letzten Folge und nicht in der vorletzten Folge, weil tatsächlich war es so. Ich habe noch eine Folge gemacht und dann gab es monatelang, es war sicherlich viele Monate lang, keine weitere Folge Battle Kid mehr. Was soll denn das? Warum sterbe ich denn? Okay, jetzt nochmal. Ach Gott, ja, das ist doch wieder so eine Stelle. War das Battle Kid? Komm, das muss doch einfacher gehen. Lol, ich spiele Super Mario Bros. Lost Levels gerade. Finde, das ist übelst einfach. Dann kommen da wieder solche Stellen, unglaublich. Ach, verdammte Scheiße. Hä? Ey, das ist doch... Ich hab da irgendwas zum Langsamerfalten bekommen, aber das tue ich schon, oder? Moment. Ich war deutlich langsamer. Oder? Ja, ich bin, glaube ich, nicht so langsam immer gefallen. Oh, das nervt! Das fängt ja schon mal gut an. Moment. Moment. Ich muss mal was ausprobieren. Hier springe ich normal schnell. Ach so, ja klar, im Wasser werde ich langsamer. Moment, ich muss doch irgendeine Taste drücken, damit ich langsamer falle. Ach so, nach oben muss ich drücken. Natürlich, ich habe hier die Feder und... Ach ja, dann ist das wahrscheinlich kein Problem. Dip, 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 dip. Ah, ich kann mir vorstellen, dass das noch später in besserer Ausführung noch knapper wird. Also, dass wir das noch knapper machen, damit es noch schwieriger ist. Ach ja, das wird nervig. Ja, wie gesagt, ich habe vor, nach dieser... Let's Play noch Super Mario Bros. Lost Levels aufzunehmen. Das war ja einfach. Ja, und ich hoffe mal, dass meine Stimme so lange mitmacht. Also ich nehme jetzt wieder zwischendurch ein bisschen Battle Kid auf, damit es das auch wieder gibt. Aber ich werde es nicht sofort reinstellen, sondern erst später. Weil, oh Gott. Ich möchte auf Lager aufnehmen. Also ich möchte... Oh, okay. Ich darf nicht vergessen, hier ist ein Zeitlimit, wenn ich unter Wasser bin. Natürlich. Oh Gott. Ah! Scheiße, ey, ich war richtig gut gerade, oder? Ey, ich war doch richtig gut für den Anfang. Okay, so weitermachen. Immer wieder Fortschritt mit jedem Versuch erzielen. Dann sind wir schon bald beim nächsten Checkpoint. Oh, das Ganze erinnert doch ein bisschen an Dark Souls, wo man auch nur von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer kommen möchte. Und sich wundern, warum es kein Leuchtfeuer gibt. Tja. Und man stattdessen nur eine Abkürzung freigeschaltet hat. Ja! Ach, scheiße! Ach, Mann, bin ich schlecht. Okay, dieses fliegende Viech da. Ich habe doch schon oft gesagt, dass das ein wenig an Wario erinnert, oder? Warum sage ich das? Stimmt, ich kann auch auf Pause drücken. Moment, ich will jetzt mal sehen, wie das Viech aussieht. Okay, es ist nur irgendein Klumpatsch aus irgendwelchen Pixeln. Ich erkenne jedenfalls darin nichts. Schade, es gab noch in Super Mario Bros. 2 so Six Golden... Super Mario Land 2, tut mir leid, so Six Golden Coins. In Wario Schloss so fliegende Viecher, die wie Wario aussahen, glaube ich. Also auch so Kugeln. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich könnte schwören, das war so. Ah! Hier, das kann doch Jagd mit T dann schreiben, ob das stimmt. Genau, Jagd mit T, schreib mal, ob das stimmt. Wenn du das hier jemals siehst. Ja, man muss doch manchmal auf den Erfahrungsschatz seiner treuen Kommentatoren zurückgreifen. Naja. Oh, was mache ich da? Ey, scheiße, ich musste abpassen. Genau, wann die Kaugummikugel nach vorne stürmt und wann das Auge nach vorne schießt. Wenn das Auge nach vorne schießt, während die Kaugummikugel nach vorne geht, dann kann ich gehen. Ansonsten halt nicht. Ah, so. Machen wir es mal hier schneller, Mann. Ich will hier nicht schon wieder so viel Zeit vergeuden. Aber ich meine, das ist Battle Kid. Da ist lange, lange, lange Spielen vorprogrammiert. Boah, springen. Ja, okay, das ist hier eigentlich einfacher. Das kann man sehr, sehr schnell machen. Vor allem durch das langsamer Fallen. Warte mal, ich mach nochmal neu. Oha, Moment. Ah, so. Ja, durch das langsamer Fallen ist das Spiel doch automatisch ein bisschen leichter, oder? Ich meine, die Stellen passen sich wahrscheinlich dem... Doch, verdammt. Passen sich wahrscheinlich dem an. Aber noch ist das irgendwie nicht der Fall, oder? Ja, also das hier ist klar, aber... Wenn man zum Beispiel gleich beim nächsten Raum guckt. Das wäre ohne das langsamer Fallen. Okay, ich bin sogar noch im Wasser, damit das noch verstärkt.
doch eigentlich eine solide Jump'n'Run-Passage, die man verkacken kann, oder? Naja, okay. Oh Mann. So, die ignoriere ich, weil ich habe nicht ewig Unterwasserzeit. Oh verdammt, was mache ich denn? Ah, ich muss der Muschel ausweichen und dem hier, aber der schießt ja zum Glück nur so hoch und jetzt, genau, hier ist die Muschel. Moment. Oh scheiße. Wie soll ich denn das machen? Oh! Ey, wie soll man denn die Muschel austricksen? Die ist doch genau auf gleicher Höhe. Und wenn ich auf gleicher Höhe stehe, werde ich dann von den Perlen getroffen? Ich beobachte mal, ich beobachte. Es muss einen genauen Trick dafür geben. Ach fuck, ey. Das sind so Stellen, da will ich nicht sterben, weil die sind ja eigentlich gegen die einfach. Das sind so Stellen, da setzen andere Safe States ein. Ganz einfach. Zu tun, dass das ein NES-Game ist. Schade, dass man hier Safe Staten kann. Ach ja, egal. So. Ja, was soll man sagen, ne? Ich bin gerade nicht in Weihnachtsstimmung, aber in Retro-Stimmung. Und Retro-Stimmung hat ein ähnlich warmes Gefühl wie Weihnachtsstimmung. Keine Ahnung. Ich kann euch natürlich fragen, was für Geschenke ihr jetzt habt, aber das hebe ich mir noch für eine andere Folge auf, damit ich darüber labern kann. Ah, warte mal. Jetzt guck ich mal. Wenn er schießt, dann schießt er doch automatisch direkt über mir, oder? Warte, ich guck mal. Ich mache das so wie bei Codemaster Clio. Ich mache jetzt Pause, damit ich sehen kann, wo ich stehen kann. Genau. Ich kann also, ich tue mal den Mauszeiger, den Analysemauszeiger, nicht vergessen, genau hier stehen. Dann passiert mir überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Und die Muschel ist noch offen und ich kann schießen. Und die Zeit geht nicht um, während ich Pause drücke. Genial. So, ne? So. Ja. Ey! Ah! Scheiße, die Kugeln fliegen ja so schräg weiter. Ah, ich muss also noch ein bisschen weiter links stehen. Verdammte Scheiße, aus Fehlern lernt man. Dieses Spiel hat ein wunderbares Prinzip. Wenn ich sterbe, möchte ich bestraft werden. Ich möchte... Ja, das klingt masochistisch, aber jetzt mal ehrlich, es macht doch überhaupt keinen Spaß, wenn man durch den Verlust seines Lebens keinerlei Konsequenzen hat. Ich meine, für manche ist schon eine halbe Minute zurückgesetzt zu werden eine Qual. Aber nein, hier sind es wirklich, wirklich... Naja, es gibt Spiele, da ist das sogar noch übertrieben, ne? Da wird man ganze 2 Stunden zurückgesetzt. Tatsache, ich wünsche mir so ein Spiel zu Weihnachten. Naja, was heißt ihr wünschen? Ich hol's mir für mein Weihnachtsgeld. Ah, weil ich mir keine Spiele wünsche, sondern immer nur selber kaufe. Ah, fuck. So. Dann again. Also das mit dem Imp ist aber auch nicht schwer, den Imp auszuschalten. Wie gesagt, die Muschel ist der wahre Feind. Ich bin so scheiße. Ey, da ist doch eine Abkürzung. Kann ich nicht diese benutzen? Ne, kann ich nicht. Ne, das ist wahrscheinlich zum Zurückkommen. Ja, wie sonst immer. Ich weiß aber nicht, warum ich diesen Weg nehmen sollte, um zurückzukommen. Es gibt doch Teleports. Es kann aber auch sein, dass ich hier zwischen eine Stelle befinde, wo man ja später hinkommt. Dann wird's nervig. Ja. Wie viel ich vom Spiel schon geschafft habe. Ich habe die Hälfte der regulären Endgegner besiegt, aber es gibt noch einen Endboss, also habe ich knapp die Hälfte, würde ich sagen. Wobei, ich schätze mal, der reguläre Endgegner kommt direkt nach den... Ah! Also der Endboss kommt direkt nach den 6 Endgegnern, weil es gab ja diese Tür, woran ich auch einmal gestorben bin. Naja, weil man sie berührt hat. Naja, Wayne. Hier darf man am besten nichts berühren, was ein neues Teilset ist, weil es ist definitiv gefährlich. Nur der Boden, der ist sicher. Den darf man abknutschen. So. Ja, komm, jetzt... Ach, das verbraucht Zeit. Ich weiß gar nicht, wann ich an die Oberfläche kommen kann, um Luft zu holen. So. Vorbei, vorbei, vorbei. Einfach weitergehen. Ha. Ah! Nein, ich muss Geduld haben. Verdammte Scheiße. Ich will auch wieder zurück zur Muschel kommen. Muschel. Yeah. Och ja. Wisst ihr, woran mich Retro-Laune auch erinnert? An Brawl. An Super Smash Bros. Brawl. Ja, habe ich auch mal wieder ausgepackt. Ja. Ich finde das Spiel deswegen so geil und es sollte trotz allem, obwohl Brawl schon praktisch perfekt ist, nehmen wir mal die Stelle raus, dass man da stolpern kann. Ja, ich meine, klar, Melee war schneller, aber ich finde einfach die Steuerung von Brawl noch smoothlier. Die Auswahl an Charakteren noch besser. Ja.
und es ist allgemein umfangreicher. Nein, aber es ist wie ein Museum. Man fühlt sich total, wenn man ein Nintendo-Spiel gespielt hat, heimisch. Man hat alles, was man braucht eigentlich. Ja, ne? Und das Geilste sind natürlich die Meisterstücke. Ich weiß nicht, wo er gespielt hat, aber dort kann man Demos zu Nintendo-Spielen freischalten. Das natürlich nur dazu dient, die Virtual-Console-Titel, also man macht Werbung für die Virtual-Console-Titel. Man hat halt eine Zeitbeschränkung und darf so lange an den Demos spielen. Und die ist natürlich unterirdisch gering. Also man darf zum Beispiel F-Zero 40 Sekunden lang spielen. Da hab ich ja was von. Du bist gerade erst, da ist das Spiel schon vorbei. Ey, ich hab mich so kaputt gelacht manchmal, wie krass, wie geizig Nintendo in der Hinsicht war. Oder hier Donkey Kong. Ah, das war lustig. Moment. Ich will eben die Stelle schaffen. Dann können wir weiter drüber reden. Ich meine, ich schaff sie eh nicht. Oh, warte mal. Jetzt schieß. Also die finale Stelle. Die finale Stelle. Moment, ich muss im richtigen Moment Pause drücken. Ich weiß nicht, ich verbrauch Zeit. Ach, verdammt nochmal. Die finale Stelle ist doch so ungefähr. Ah, das ist scheiße. Das geht nicht. Ich muss mir was anderes überlegen lassen. Na egal, aber Donkey Kong. Mario vs. Donkey Kong. Der originale Klassiker, den sich wahrscheinlich kein Schwein heute holen würde, weil man den als Flash-Game kriegt. Kann man 30 Sekunden lang spielen. Und da wird man direkt ins dritte Level versetzt. Da, wo die meiste Action abgeht. Und wir haben extra das Spiel halb so schnell gemacht. Oder vielleicht ein Viertel lang verlangsamt. Damit man das erste Level gerade so noch schaffen kann, wenn man ganz gut spielt. Also das Level, was man da in der Demo bekommt. Also tatsächlich gibt es Leute, die würden in einer halben Sekunde wahrscheinlich das Spiel durchkriegen. Also von dem Punkt aus. Und die haben einfach mal eben so die Zeit verlangsamt. Lächerlich. Das ganze Spiel geht nur 3 Minuten. Guckt mein Let's Play zu Donkey Kong. Also was heißt Let's Play? Just Play. An, da wird das auch ersichtlich. Ich find's einfach zum Totlachen. Naja, gut. Och ja. Und nochmal das Ganze. Nochmal das Ganze. Ich hab da echt Spaß dran. Schon 12 Minuten. Kein Stück weiter. Das ist Battle Kit. Ah, dabei macht Luxi doch gerade aus im Spiel. Bitwigwanner heißt das. Und das ist so ein ähnliches Spiel. Naja, zumindest vom Frustpotenzial. Man muss halt im Rhythmus Hindernissen ausweichen auf eine Figur, die so immer weiter nach vorne straight forward rennt. Das ist Commander Vio übrigens aus Super Meat Boy, vielleicht kennt ihn niemand. Ja, jedenfalls rennt die Figur strikt nach vorne, man muss den Hindernissen ausweichen. So wie so Impossible Game, was man auf Facebook spielen kann. Ich hab's nie gespielt, aber ich weiß, dass es das auf Facebook gibt. Ah, vielleicht mache ich so. Moment, Moment. Ja, ah, scheiße, nein! Wie soll ich das denn schaffen? Alter, rüberspringen kann ich auch nicht, weil die Muschel zu niedrig angesetzt ist. Da muss es einen Kniff geben. Und wenn es eine Stunde dauert, ich werde diesen Kniff herausfinden. Ich mache es ja viel mehr für mich, kann man schon fast sagen. Weil ich mir sicher bin, dass niemand so weit gucken wird. Nein, niemand. Selbst ich würde dabei vorspulen, wenn ich jemanden sehe, der hier schnell verkackt. Es sei denn, er labert wirklich oder er regt sich so stark auf, er labert so viel Scheiße, dass es erträglich ist. Aber wie gesagt, ich kann hier nicht durch die Wohnung schreien. Vor allem, weil nonstop meine Eltern zu Hause sind. Ja, momentan zumindest. Zur Weihnachtszeit sind sie nonstop zu Hause. Geil. Oh, scheiße, ey. Also die Musik ist wirklich ganz okay. Genau, ich habe noch nie über die Musik geredet. Wie findet ihr den 8-Bit-Soundtrack? Ich finde den ja eigentlich ganz okay. Ich meine, ich finde den ja besser als jeden anderen NES-Bit-Soundtrack. Ist doch viel professioneller gemacht, ganz klar. Aber wegen gezeichneter Zahl. Wahrscheinlich hat da jemand, ja. Es ist zumindest nicht schwer, ein richtig nettes Lied zu machen und das in 8-Bit umzuwandeln. Und dann hat man eigentlich schon einen überdurchschnittlichen Soundtrack zur Zeit. Ich habe zum Beispiel Shop Sui auf 8-Bit in mein RPG Maker Spiel reingetan. Nur mal so gesagt. So, meine Güte. Aber zum Beispiel dieses Lied. Guck mal an, das könnte sogar ich machen. Dann einfach einer auf dem Keyboard eine Taste lang gezogen und dann die nächste gedrückt. Also ich glaube, da gingen ihnen so irgendwie die Ideen aus. Da dachte ich so, ein Safe Room, dafür brauchen wir auch ein Lied. Ich bin langweilig. Oder nein, sagen wir mal so, ein Safe Room ist langweilig. Man geht da schnell vorbei. Ich muss mir da jetzt nicht extra für ein Lied geben. Also hat er sich in 10 Sekunden sowas zusammengeschustert. Yeah. Allgemein ist es nicht schwer, so ein 8-Bit-Spiel musikalisch zu unterlegen. Das ist mit heutigen Mitteln.
Naja, aber wie gesagt, ob das gut klingt, das kann man halt nicht unbedingt sagen. 8-Bit-Sound ist eh so ein bisschen geschmacksmäßig. Also das ist... Da wirst du die wenigsten finden, die wirklich rein 8-Bit-Soundtrack so geil finden, dass sie es wirklich auf ihren MP3-Player speichern und ständig hören könnten. Das Design ist so aufwendig gemacht mit so vielen Tönen und... Aha. Shit, da gibt's noch einige Mega Man-Remixe, die das gut können. Ich bin immer noch nicht weitergekommen. Ich möchte doch zumindest die Stelle mit der Muschel. Das ist ja wohl wirklich die Killerstelle schlechthin. So. Während das hier eigentlich Pipifax ist. Also eine Stelle, wo jeder andere jetzt gesafestated hätte. Nee, nee, aber da hätte man auch keinen Spaß dabei zuzugucken. Es geht ums Prinzip. Ihr könnt ruhig vorspulen, ist kein Ding. Aber ich fände es, wenn ich selber anschauen würde, ziemlich langweilig, wenn er jetzt darum safestated. Das ist der Grund, warum ich Mario Hex als Let's Play zwar gerne mag, aber eigentlich nicht anschaue, weil eigentlich fast jeder das safestated. Und es eben fast schon selbstverständlich ist, bei Mario Hex zu safestaten. Man meint, hey, da ist, die sind unfair gemacht, die sind so gemacht, dass man safestaten muss. Oh, Super Diddle World, sagen wir mal zum Beispiel. Ein interessantes Spiel, geile Ideen, super, aber der Macher hat sein Potenzial damit verschenkt, indem er vorausgesetzt hat, dass man safestatet. Weil selbst der Macher hat in einem Trailer, ein Trailer zum Spiel gesafestated. Toller Trailer, wo man safestatet, oder? Naja. Und das ist dann schon wieder so eine Sache, solche Spiele spiele ich nicht, weil der Macher halt irgendwie zwar Ahnung von Mario Hex hat, aber keine Ahnung hat, wie man das richtig ausbalanciert. Oh gut. So viel dazu. Ah, warte mal. Erst den Imp, erst den Imp. Jetzt habe ich genug Zeit, naja, nicht wirklich, die doofe... Schieß so. Warte mal, ich kann ihm bestimmt noch Rücken treffen. Das hat der Macher nicht bedacht, dass er von hinten nicht verletzbar ist, wenn er so macht. Ha, hat er nicht bedacht. Unlogisch, aber egal. Naja. So, jetzt bin ich weiter. Oh, Kaugummibälle. Ganz viele. Ach du Scheiße. Ich kann mich mit Hilfe des Langsamerfalls und ich darf nicht lange überlegen. Ich muss Pause drücken, wenn ich überlegen will. Ah, nein! Oh, Scheiße. Jetzt muss ich wieder an der... Obwohl, ich weiß ja jetzt, wie ich die Muschel mache. Kein Ding. Eigentlich könnte ich jetzt die Aufnahme neu starten und nochmal neu Let's Playen, weil mit dem Wissen, das ich jetzt habe, könnte ich auch in 3 Minuten dorthin kommen. Aber wir haben schon 17 Minuten verschwendet. Herrlich, ich liebe solche Spiele. Nein, ich bin nicht masochistisch, aber... Vielleicht in der Hinsicht schon, aber... Ach Gott. Das ist das Prinzip. Anders wird mir ein Spiel keinen Spaß machen. Ist echt so. Oh, Mann. Ich meine, klar, ich spiele auch durchaus leichte Spiele, wenn sie wirklich viel zu bieten haben. Und finde sie gut und alles so, ne? Aber, hey, die Königsklasse ist doch einfach sowas. Wenn man das Spiel herausfordernd genug gestaltet... Oh... Das Schlimmste ist, wenn man ein Rollenspiel zu leicht macht. Das ist echt krass. Also ein Rollenspiel, was zu leicht ist, würde ich niemals, also ich würde es vielleicht spielen, aber es würde mir sau schnell langweilig werden. Ich kenne einige Spiele, die ich zum Einschlafen finde. Wenn sie dann keine richtige Story zu bieten haben, dann sind sie echt, naja, Rohrkrepierer. Jetzt könnten einige sagen, hey, Final Fantasy X war zu einfach. Ne, war es nicht, fand ich nicht. Ah Gott. Zumindest wird es anfangs noch ein bisschen leicht, klar, aber dann... Die haben es verstanden, eine richtige Schwierigkeitsgradkurve zu machen. Also wenn es am Anfang leicht ist, okay, dann muss es natürlich auch schwieriger werden. Und das haben sie prima verstanden bei Final Fantasy X. Zumal jeder, ich rede einfach mal über das, was ich am liebsten reden möchte, jeder Boss eine eigene Taktik erfordert. Das ist einfach so, boah, sowas liebe ich. Und das kommt mir zu wenig Rollenspielen vor. Dass die Bosse ein eigenes Angriffsmuster haben, eigene Verhaltensweisen, man richtig schlau vorgehen muss, um sie auszutricksen. Dass man nicht einfach mit bloßen, mächtigster Zauber draufhauen und immer ständig heilen, direkt weiterkommt. Ja. Nun gut. Das ist ja auch so eine Sache, die versuche ich mein RPG Maker Spiel zu gestalten. Fast hoffnungslos, weil das RPG Maker Standardsystem nicht viele taktische Finessen erlaubt. Ich hätte lieber den 2003er nehmen sollen, der hat dann schon mehr Möglichkeiten, die man in Kämpfe einbauen kann. Tja. Man kann zwar verdammt viel mit den RPG Maker machen, aber man kann eben nicht viel in den Kämpfen machen. Da müsstest du so mit Variablen hantieren, jeden Skill über eigene Switches auslösen, was schon super aufwendig wäre, um überhaupt mal irgendwelche Effekte zu kriegen, wie, keine Ahnung, der Gegner heilt den Vergifteten. Genau, zum Beispiel möchte ich einstellen, sagen wir mal, man kann den Gegner vergiften, aber wenn der Gegner vergiftet wird, dann setzt sein Kumpel mit einer Chance von 80% entgiften ein auf seinen Kumpel. Ja, genau.
auf seinen Kumpel. Und das ist das Problem. Dann setzt er vielleicht den Giften ein, aber dann zaubert er es irgendwie sinnloserweise auf sich selber oder auf jemanden anderen, der nicht vergiftet ist. Also von den Gegnern. Und das ist doch total sinnlos. Und ich habe da richtig lange nachgeguckt, wie man das besser macht und bin zum Entschluss gekommen, es ist nicht möglich. Naja. Aber jetzt kann ich nicht umsteigen, ich versuche das Beste zu machen. Manches kann man ja irgendwie hinkriegen mit ein bisschen Tricksen, also von daher. Ja, naja. Gut. Mann, ich hab schon lange genug drüber geredet. Wenn ich drüber rede, dann kann ich mich gar nicht aufs Spiel konzentrieren. Alter, ach, ich habe ihn nicht abgeschossen. Warum habe ich ihn nicht abgeschossen? Was mache ich da für einen Scheiß? Gut, links, rechts, links, rechts. Links. Oh. Phew. Ey, das ist... Also die Stelle mit der Muschel habe ich schon mehrmals geschafft. Die ist kein Ding. Jetzt kommen die Kaugummibälle, tja. Ich hoffe, dass danach die Kaugummibällen endlich der Moment gekommen ist, um Luft zu holen. Scheiße. Ja, ne? 21 Minuten. 21 Minuten 9, 21 Minuten 10, 21 Minuten 11. Ihr werdet wahrscheinlich eine Sekunde Verzögerung sehen, da YouTube mal eine Sekunde dranhängt. Ich weiß nicht warum. So sehr kenne ich mich nicht mit YouTube aus. Aber ich bin mir sicher, ein findiger und sehr pfiffiger Kommentarschreiber wird mir in den Kommentaren schreiben, was das ist. Wer das tut, der, ich kann ja so... nee, schon gut. Ich habe mir so überlegt, so, es gibt ja manche Leute, die behaupten, ey, ich guck jedes deiner Videos so geil und ich drücke auch nie auf Fast Forward. Man kann ja so eine Falle stellen, indem man einfach mal so sagt, hey, derjenige in den Kommentaren soll jetzt, keine Ahnung, Hackfleisch schreiben. Und wenn er das nicht gemacht hat, habe ich den Beweis dafür, dass er mein Video nicht geguckt hat. Ah! Das haben die zum Beispiel bei Game One gemacht. Die machen ja manchmal so Videos auf ihrem Blog, veröffentlichen die. Und die sollen halt die Schneider zusammenschneiden. Dann wollen sie gucken, ob sich die Schneider die Videos auch wirklich angucken. Machen dann so Sachen, hey, füg mal ein Gesicht von dem hier ein, auf das Porträt. Und wenn das nicht macht, dann wissen wir, dass du deine Arbeit nicht so ganz ernst nimmst. Naja, aber hey, falsch gedacht. Die Schneider sind richtig gut und haben alles bedacht. Naja, gut. Aber wieso auch nicht? Ich würde mir das Video wahrscheinlich auch angucken, wenn ich mit den Leuten da zusammenleben würde. Ach Gott. Und ich wollte auch noch irgendwas anderes loswerden. Hab's aber total versemmelt. Shit. Genau, was mit den nächsten Let's Play-Projekten? Was mache ich denn also als nächstes alles? Ja. Ich habe jetzt vor nach Super Mario Bros. Lost Levels. Okay, aber ich glaube, es reicht doch nicht. Ich möchte nach Super Mario Bros. Lost Levels noch mindestens ein anderes Spiel schaffen. Da habe ich mich ein Projekt geplant, was mir schon sehr lange eigentlich in den Sinn gekommen ist und ich gerne spielen wollte. Es ist eigentlich ein ziemlich bekanntes Spiel, zumindest wenn man sich in der Szene auskennt. Ach, Moment, nochmal so. Aber sehr nostalgisch, weil ich es lange nicht mehr gespielt habe, obwohl ich es oft durchgespielt habe, muss ich sagen. Aber ich habe es nie zu 100% durchgespielt. Und deswegen, ja, wäre das doch mal ein Anreiz für den Let's Play. Ah, nein, ey, spring doch, ey, Mann, Battle Kid. Ich weiß nicht, wie der Typ überhaupt heißt. Heißt der einfach nur Battle Kid, soll ich ihn so nennen? Mann, Mann, Mann. Manchmal ist das Spiel echt zu sehr I Wanna Be The Guy mäßig. Was ist überhaupt schwieriger? I Wanna Be The Guy oder das? Entscheidet mal in den Kommentaren. Jetzt rufe ich ja echt zu einem Kommentar-Gangbang auf, wie es nur möglich ist. Nein, egal. Ich würde es aber mal interessieren, ich habe I Wanna Be The Guy noch nie gespielt. Und sogar kaum gesehen. Ja, ich gebe zu, ich habe es wirklich kaum gesehen. Aber mich würde gerne interessieren, was schwieriger ist. Also bei I Wanna Be The Guy kann man nämlich, hat man Checkpoints, die eigentlich schnell... Dann kommt man eine schwierige Passage geschafft hat, oder zwei höchstens. Und deswegen würde ich ja behaupten mal, ich behaupte jetzt einfach mal kackendreist, dass das deswegen nicht so schwierig sein kann wie das hier. Aber nun gut, dafür ist dieses Spiel nicht so unfair wie I Wanna Be The Guy. Aber bei I Wanna Be The Guy ist es ja einmal die Stelle gesehen, weiß ja, was dann kommt. Also sterben sowieso vorprogrammiert. Aha, sagen wir mal so. Bei I Wanna Be The Guy ist ein Blind von, wo man sagen wir einstellt, du hast nur einen Versuch und dann stirbst du schwieriger als hier. Man kann ja auch hier einstellen, man hat nur einen Versuch.
Hier, ich hab mal den Macher, ey. Der ist richtig krass. Ich hab mal ein Video vom Macher gesehen, der hat sein eigenes Spiel let's played. Der hat das Spiel auf, glaube ich, very hard eingestellt oder ich weiß nicht, auf den zweitschwierigsten Schwierigkeitsgrad. Da hast du nur 5 Versuche. Er hat es, glaube ich, geschafft. Er hat nur 4 Versuche verloren und das, dann das ganze Spiel durchgeschafft. Das nenne ich mal Eier haben. Geil. Vor allem Codemaster, boah, vor allem wie er Color Master Cleo fertig gemacht hat, ey, da bräuchte ich 100 Versuche. Aber direkt auf Anhieb. Also ja, Respekt. Ich meine, klar ist der Macher des Spiels, aber irgendwie trotzdem, selbst wenn ich das so ein Spiel machen würde, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das konnte. Wobei er hat sich wahrscheinlich schon genau durchdacht, wann er einschreiten muss. Geschafft! Nein! Oh, zu hoch gesprungen! Das gibt es doch nicht. Die Stelle sah einfach aus, Leute. Die sah einfach aus. Da waren so Stachelwände und ich muss auf Glas, auf Glasscheiben springen, die da zerbrechen. Um weiterzukommen. Ach, verdammte Scheiße. Wie gesagt, ich hab hier nach vorne auch Super Mario Bros. Lost Levels aufzunehmen und ja, ist da jetzt meine Stimme schon am Arsch, weil ich nehme das Ganze ja jetzt schon fast eine halbe Stunde auf. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich dann noch eine Folge, wenn ich das denn nicht schaffe oder schaffe. Ja, ich möchte ja auch machen, dass es Fail-Folgen gibt. Das habe ich ja schon öfters mal reingestellt. Sagen wir mal, wenn ich es in einer Stunde nicht schaffe, dann scheiß drauf. Rendere ich die Folge, stelle sie hoch und dann ist es wieder ein Fail. Natürlich schreibe ich nicht hin, dass es eine Fail-Folge ist. Das solltet ihr dann schön selbst herausfinden. Nee. Ja, das ist dann wieder so das Prinzip. Ja, da brauche ich es mir auch nicht angucken oder so. Wahrscheinlich. Man will ja am Ende ein Endergebnis sehen, damit man wenigstens zum Ende hinspult. Ach, shit, ey. Oh Mann. Nein! Oh shit, ich habe das Spiel. Leute, ich habe das Spiel aus Versehen beendet. Gut, dann mache ich nochmal File. Load. Ein State. Ja, jetzt seht ihr kurz ein paar Ordner von mir. Ah, Ordner gesehen. Egal. Sehr viele Ordner. Habt ihr gesehen? Mit jedem wirklichen Scheiß. Warum sind meine Ordner strubbelig? Egal, was ich kriege, ich packe es in eigene Dateien rein. Oder auf den Desktop. Ich könnte meinen Desktop echt mal das meiste darauf löschen. Was da drauf ist. Aber nicht alles. Ich brauche ja sehr viele Sachen zum Lernen. Naja. Genau, ich muss ja auch noch lernen. Das ist ganz wichtig. Wir haben zwar gerade mal den Beginn der Ferien, aber ich muss lernen. Ja, weil wir schreiben, glaube ich, nach den Ferien eine Klausur. Lol. Wie wir es auch schon davor gemacht haben. Wir schreiben in demselben Fach, genau vor den Ferien, eine Klausur. Und das war davor auch so. Und die Klausur ist so schlecht ausgefallen, wie sie nur ausfallen konnte. Genau, und dann nochmal hier mal kurz einen Rundumschlag gegen meine Klasse auszuführen. Jeder hat so gesagt, ach, stimmt ja, die Arbeit war ja eigentlich gar nicht so schwer. Sie haben sie ja eigentlich schon ganz fair gestaltet, bla. Und am Ende haben trotzdem alle eine 5 und eine 6 bekommen. Fuck, die hatten einfach nur Angst vor der Lehrerin in dem Moment da. Was heißt Angst? Aber sie wollten die Lehrerin nicht noch je zorniger machen. Und demnach, oh, ging eigentlich. Ne, sie tun alles richtig, sie machen alles richtig, klar. Auch wenn meine Zukunft auf dem Spiel steht. Ach, ich hasse Lehrer. Ich hasse Lehrer, egal was man sagt. Das Problem ist, ich hasse Lehrer, weil sie in den Medien, das klingt ja schon wieder mies, aber in den Medien und auch so rein vom ich meine, im Internet mal guckt man, sagen wir mal, in Foren über Schule, dann reden die über eure Lehrer so. Wie sind eure Lehrer? Hey, manche davon sind richtig cool. Mein Lehrer zum Beispiel hat den Eimer Schwamm vom Kopf geworfen. Mann, war das lustig. Ja, okay, solche Lehrer gibt's ja auch. Die sind auch cool, aber alles im allen sind Lehrer doch eigentlich Schweine. Nein, sie sind Schweine, weil sie Dilettanten sind. Für mich sind Lehrer Dilettanten. Also die haben zwar Ahnung von ihrem Fach, aber wenn ich, sagen wir mal, ausgelernt habe in der Schule, einen Job anfange, dann bin ich schon in der Anfangsphase genauso schlau wie der Lehrer, der das unterrichtet. Das bemerke ich an so vielen Lehrern an meiner Schule. Zum Beispiel mein IT-Lehrer. Egal. Mein IT-Lehrer weiß ja nicht, dass ich hier darüber rede. Und ich nenne ja auch keine Namen. Mein IT-Lehrer beispielsweise. Okay, warte, ich mache mal eben die Stelle. Bei ihm merkt man halt, dass er wirklich nur so sporadisch... Oh, oh, nein, jetzt bin ich so weit. Alter, wie soll denn das gehen? Oh Gott, ich habe nicht mehr viel Zeit. Oh, scheiße. Oh, scheiße, wie viel denn noch? Oh, Luft! 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 Nein, hier nicht. Hier muss der Speicherpunkt sein.
Oh, wie geil. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ja, ich ruhe mich erstmal aus bis 30 Minuten. Dann machen wir weiter. Und stopp.